Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Elder Scrolls Arena. Wir müssen eben alles, was wir uns in der letzten Folge wieder geholt hatten, zurückgeholt hatten, repariert hatten, wieder ausrüsten. Und dann geht's wieder zurück nach Dagorf Ur. Dies müssen wir wieder, also das hier, bis. So. Stamina haben wir genug, Potion of Healing haben wir erstmal noch genug. Das wird erstmal noch reichen. Das heißt, die müssen wir noch nicht wieder einkaufen gehen. Und dann ab wieder nach Dagorf Ur. Ja. Und reisen. Das kennen wir noch. Ich feiere das Bild immer noch. Das sieht so geil aus. So. Dann hatten wir hier irgendwo die geheime Tür. War es hier, wo wir rein mussten? Ja. Dann, beziehungsweise erst einmal hier. Nein, nicht das. Building aktivieren. Komm, wir machen auch invisible, dass wir nicht zu sehen sind für die. Nur Geister können uns sehen. Und dann hier war das nach Norden. Genau, da könnten vielleicht schon die ersten Geister sein. Habe ich jetzt vergessen. Ja, aber die Dinger. Dann müssen wir so umdrehen und bringen und noch einmal und ich hoffe, der sieht uns nicht. Wir kommen aber an dem nicht vorbei. So, jetzt stecke ich hier wieder fest, natürlich. So. Genau, da war die geheime Tür. Wieder ein Geist. Hilft J. Aua. Komm, geh kaputt. Und dann war das hier gleich nach rechts. Okay, die sehen uns auch nicht, aber wir kommen nicht so einfach an die vorbei. Geil ist eigentlich, ist so unsichtbar zu sein. Okay, der sieht uns. Vielleicht ist die Unsichtbarkeit auch schon wieder vorbei. So, das. Nochmal Shielding. Und, ja, komm, Unsichtbarkeit machen wir jetzt noch nicht. Erst sobald wir vielleicht unten sind, machen wir das nochmal. So. Und dann müssen wir hier noch einen Schlüssel suchen. Ist das da noch ein Weg oder? Ne, ich habe ihn nur eingebildet. Das ist kein Weg. Ah, erstmal schauen, wo müssen wir überhaupt hin? Wo waren wir überhaupt schon alles? Hier waren wir schon. Der Schlüssel müsste entweder hier irgendwo sein, der letzte, der fehlt. Oder hier unten. Ja, vieles von dem, wo wir waren, hat er jetzt nicht übernommen. Also nicht mehr gespeichert gehabt. Beziehungsweise ich will mal so ehrlich sein, ich will jetzt nicht das Ganze alles hier wieder komplett durchsuchen, sondern schauen, wo der letzte Schlüssel ist. Deswegen bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Der Diamantschlüssel ist laut Arena Main Quests, Arena Wiki, hier. Das heißt, wir können einfach direkt hier so durch und dann hoffen, dass wir hier durch können. Aber es ist da irgendwo in der Mitte auf jeden Fall.
Genau, hier rein und dann rechts. Alle anderen Schlüssel haben wir ja schon. So, natürlich werden wir wieder von denen angegriffen. Und von dem. Und da ist der nächste. So, nochmal vielleicht Heal of True und Shielding. So, da habe ich schon die Dings gesehen anfliegen. Vielleicht machen wir mal Shock Resist an. Habe ich nicht Shielding aktiviert gehabt? Oder haben die mir das direkt kaputt gemacht? Den hilft keine Shock Resist. So, genau, da müssen wir da lang. So, Geist erstmal kaputt machen. So, und hier. Geht kaputt. Boah, beide auf einen Schlag. Nice. Also von... Ne, da müssen wir... Okay. Wollt erst sagen, von hier kommen wir nicht. Also kommen wir so oder so nicht von hier, aber... Oder müssen wir hier rum? Könnte auch sein, dass wir hier rum müssen. Richtung Süden. Wir schauen einfach mal, ob das was bringt, hier zu sein. Oh, ein Licht. Schnell, Building. Heal True. Okay. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir hier direkt ein Licht errichten. Nochmal vielleicht den hier. So, komm, einfach drauf gehen. Kannst du doch. Das wissen wir. Komm. Alter, wie lange dauert das? So, jetzt haben wir sie. So, nochmal Shielding. Dann vielleicht noch so ein bisschen Healing. So. Dann nehmen wir alles mit. Wo ist denn der Schlüssel? Ist er da? Hä, wo ist denn der Schlüssel? Hier vielleicht? Ah, hier. Hier haben wir den. So, der Diamantschlüssel. Nice. Also hier, Safe Game auf die 3. Und den Weg wieder zurück. Dann hätten wir alle. Vorausgesetzt, wir finden den Weg hier wieder zurück. So, wo sind wir? Okay, hier einfach nach Norden würde auch funktionieren. Ich hatte aber jetzt erwartet, dass wir länger den Weg dahin suchen würden. Also in diese Kammer. Denn ich habe jetzt nur gegoogelt, wo der Schlüssel ungefähr sein könnte. Aber jetzt nicht genau, also den Weg oder so. Nur wo die Position des Raumes sein kann.
mal wieder einen Schatz. Komm, den nehmen wir mal mit. So. Können wir nachher wieder ordentlich was verkaufen. Ja, genau, fall runter. Ah, genau. Einfach wieder runterfallen. So, genau. Wir sind schon auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, die anderen Schlüssel müsste ich jetzt nicht nochmal suchen. Aber dürfte halt nicht der Fall sein. Also, ich gehe von aus. Wir können hier ganz normal wieder dadurch. So, da haben wir die Tür. Ja, den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Den. Und jetzt auch noch den. Nice. Und es geht runter ins nächste Level. So, hier machen wir Safe Game auf die 3. Okay. As you enter this level, a wave of... Hallo? Kann ich mir zurück? Ich wollte den Text lesen. Okay, das war's. Den Text gibt's nicht mehr. Ist vorbei. Ja, da kommen die beiden. Uiuiui. Schnell, das und das. Ui, da sind auch noch die beiden. Wo kommen die denn her? So, nochmal das. Okay, das ging aber jetzt flott. Das ist schon komisch bei Arena. Manchmal, wie so ein altes Spiel, manchmal läuft das sehr, sehr langsam. Oder wie jetzt. Sehr, sehr schnell und flüssig. Alter! Was soll denn das? Kommen die alle? So, und Shielding. Ui, da wird auf mich geschossen. Machen wir das. Okay. Aber ja, okay, wir sind hier in einem Vulkan. Darf man nicht vergessen. Wie viele? Zwei Stück von denen. Das und nochmal den. Alter. Das ist der Vulkan Dagoth Ur. Ach nein, kein Licht. Bitte kein Licht. Bitte kein Licht. Wenn wir nicht zwingend gegen den kämpfen müssen, dann finde ich das okay, aber... So, ist er hinterhergekommen? Ne, zum Glück nicht. So, jetzt ist die Frage... Noch ein Licht. Wo kommen die Lichts her? Es sind ganz schön viele hier. Und nochmal ein paar von denen. Schnell nochmal... Building aktivieren. Und hier True. Jo. Das und das noch einmal. Alter. So. Der Licht ist aber nicht hinterhergekommen. Wir machen den hier.
Und den. Und das hier. Okay, das ist eine riesige Halle. Und lass mir raten, da vorne ist gleich noch ein Licht. Ja. War zu erwarten. Und unsere beiden besten Freunde wieder hier. So. Geht auf True und Schierling wieder. Vielleicht einmal. Ah, hier. Okay. Und so. Ui, hier ist ein Schatz. Mit einem Amulett. Nice. Komm, einfach raufgehen. So. Ich glaube, hier müssen wir hin. Ui, das Spiel fängt jetzt aber richtig an zu ruckeln. Ich würde sagen, hier vielleicht einfach mal ein Safe Game auf die 3 machen. Für den Fall sollte es abschmieren. Ah, der ist mir jetzt egal da hinten. So, wir sind jetzt nicht mehr am Fliegen. Vielleicht sollten wir mal wieder fliegen. Also, an dem kommen wir doch noch ran. Schnell heilen und Schild. Ah, wenn wir fliegen, können wir nicht. Können wir nicht springen. Aber hier ist nochmal einer. Aber jetzt übelst am Ruckeln das Game. So, jetzt heißt es abwarten, bis wir springen können. Wenn wir den da eben dann kaputt machen. So. Kurz abwarten. Ah, sobald wir in diese Richtung gucken, läuft es flüssig. Sobald wir hier gucken, ist der übelst am Ruckeln. Weil hier, glaube ich, nicht viel gebraucht wird jetzt an Energie vom Game selber. Aber hier schon. Ja, egal, wir können jetzt eh nichts anderes tun, außer abwarten. Weil ich jetzt so schlau war, hier diesen Levitationszauber zu nutzen. Das schon hier krass. Und jede Wette hier, das ist alles Lava drumherum. Ich wette. Werden wir jetzt nicht herausfinden versuchen. Klar, hin und wieder kommt sowas durch. Und jetzt können wir springen. So. Jetzt ist die Frage. Da ist es. Und. Yo. Können wir den jetzt nehmen? To escape a riddle must ye answer. From the beginning of eternity, to the end of time and space, to the beginning of every end, and the end of every place. What am I? Vom Beginn der Ewigkeit und am Ende von Raum. Am Beginn jedes Ende und das Ende von jedem Platz. Was bin ich? Alter, ist das eine komplizierte Frage. Boah, da muss ich jetzt grübeln. Am Anfang der Ewigkeit und am Ende von Zeit und Raum. Und am Anfang von jedem Ende und am Ende von jedem Ort.
Was könnte das bedeuten, hä? Was ist immer anfangs von der Ewigkeit? Oder am Ende von Zeit und Raum? Ja, das ist, Ich muss das wirklich googeln. Ich muss das wirklich googeln. Das ist zu schlau für mich und ich bin nicht gerade ein schlauer Mensch. Dann sehen wir uns gleich mal wieder. Das ist deutlich einfacher, als ich es gedacht hatte. Die Lösung für dieses Rätsel. Problematik daran ist, es muss auf Englisch gelesen werden und nicht auf Deutsch übersetzt werden oder so. Am Anfang von Eternity, genauso wie am Ende von Time und Space und am Anfang von End und am Ende von Place, da kommt ein Buchstabe vor, ein ganz bestimmter, und das ist der Buchstabe E. Und das ist sehr, sehr gemein, denn die Antwort lautet E. You are truly worthy. Go in peace and let the fate be written in the Elder Scrolls. So. Nice. You have found the last piece of the Staff of Chaos. A thought a living thing. It flies to complete the staff. The hole burns brightly with cold fire. And you can feel the strength of this conduit. As though it were your own strength. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Teile, das müssen wir speichern, Save Game machen. Wir haben es geschafft. Dann muss ich hier nochmal ringen. Ich habe da irgendwas gehört. So. Ah, die haben hier, okay. Die haben mir das aufgemacht gehabt und jetzt muss ich erstmal rausfinden, wo muss ich hin? Nach Westen. Das heißt, wir machen wieder den hier. Und fliegen darüber. Wir haben alle Teile. Wir haben es geschafft. Wir sind würdig. Wir haben alle 8 Teile gefunden. Ich hoffe, uns bringt hier jetzt keiner um. Ich hoffe, hier spawnt keiner mehr. So. Dann sind wir wieder hier. Ach stimmt, hier war es einfach nur nach Süden. Gut. Gleich oben machen wir den Unsichtbarkeitstrank. So. Hier wieder Invisibility. Dann dürfte uns keiner sehen. Außer der da. Uiuiuiui. Ganz schnell Heal of True und Shielding. Das ist ganz wie. Ich dachte schon, ich falle in die Lava. Ich habe jetzt echt nicht gecheckt, dass ich noch am Fliegen bin. So. Jetzt sind wir wieder ganz normal am Laufen, oder? Nee. Der haut auf mich zu. Aber wir müssen hier irgendwie. So, das hat. Aua! Was war das denn jetzt? Hier und hier? So. Okay, die sehen uns nicht. Immerhin. Welche Tür war jetzt der Ausgang? Da hinten im Norden, bei denen da dran vorbei, direkt.
wir haben es auf jeden Fall geschafft. Die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, ist, was werden wir jetzt machen müssen gegen Jagathan und den Kaiser, Uriel the Team, aus seiner Gefangenschaft aus der anderen Dimension. Und wir wissen, welche Dimension das wahrscheinlich ist. Die Oblivion-Ebene wahrscheinlich. Wie wir ihn da wieder rausholen. So, und ich würde sagen, wir gehen zurück nach Ebenherz. Oder hier Necrom. Necrom, eine geilere Idee, finde ich. Weil jetzt auch in Elder Scrolls Online Necrom rauskommt. Kapitel. Dann gehen wir mal nach Necrom. Besuchen das jetzt mal in dieser Zeit. You have arrived in the city-state of Necrom in Morrowind Province. Ja, geil. Und es ist helllichter Tag. So. Hier haben wir direkt eine Kneipe. Ich würde sagen, wir legen uns pennen, dann erfahren wir, was wir als nächstes machen müssen. So. Get a room. Single. Eine Nacht bitte. Ja. I think we can. Ja. Was sagt die Uhr? Wir haben 8 Uhr am Morgen. Gut, dann pennen wir 24 Stunden. Okay, ich hatte jetzt erwartet, dass von Rias Mane noch was kommt. Acht Stück haben wir. Ich weiß es gerade nicht, was ich machen muss. Aber egal, dann gehen wir hier mal raus. Wenn wir den Ausgang finden. Verkaufen den Kram, den wir auf Tasche haben. Erstmal einen Laden finden. Irgendein. Da können wir nichts verkaufen. Kein Plan. Aber dann würde ich sagen, vielleicht machen wir das erst in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.